Hallo, Freunde der Pinselführung. Genehmigt euch ein Getränk eurer Wahl, lehnt euch zurück und entspannt erstmal für einen Moment. Ja, genau. Hätte mit Leon über Smart Cities sprechen sollen. Und dann eben grünen, roten Salon, wo nochmal jeweils, du kennst das besser, schätze 150. Willkommen zu einem kleinen Malvlog. Nach wie vor hat mich immer noch die Liebe zu Porträts gepackt, wo ich verschiedene ethnische Gruppen versuche abzubilden, um insbesondere zu lernen, wie man Haut und Haar und Augenfarben mischt. Die Entstehung dieses Bildes im Hintergrund läuft, während wir ein bisschen über Themen reden, die mir gerade so durch den Kopf schwirren. Wie ich ja bereits in mehreren Videos jetzt gesagt habe, bin ich immer noch nicht so richtig sicher darin, Menschen zu porträtieren, darzustellen. Dementsprechend möchte ich das üben und mir unterlaufen dabei immer noch sehr viele Fehler. In diesem Fall habe ich sogar einmal komplett von vorne wieder angefangen und habe ein anderes Konzept versucht. In dem letzten Video hatte ich ja speziell meinen Blick auf warme Töne gelegt und dieses Mal wollte ich genau den Kontrast fahren und kalte Töne im Vordergrund stehen lassen. Und das dann auch gerne ein wenig überzeichnen. Die Hintergrundfarbe sollte blau sein. Das Mädchen sollte eine sehr helle Haut, sehr helle Haare und auch eine sehr helle Augenfarbe bekommen. Und habe dieses Mal vor allem den Blick darauf gelegt, zu malen mit wenig Farbe. Was im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber auch das will gelernt sein. Wie kriegt man bei zarten Farben immer noch einen gewissen Kontrast hin für die Schattengebung zum Beispiel? Das wollte ich hier explizit austesten. Wie ihr dann noch später im Verlauf sehen werdet, sind mir die Lippen komplett missraten. Ich habe wieder dieses Auslaufen probiert und das hat dieses Mal irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Dann habe ich auch dieses Mal wieder mit Outlines gearbeitet, habe versucht, den Außenrand wirklich dicker zu machen und in damit feineren Linien. Wie gesagt, ich teste da gerade sehr viel und probiere mich da so ein bisschen aus und gucke dann mal, wie das Endresultat ist und wie es wirkt. So viel dann jetzt aber auch zum Bild. Ich möchte dieses Video hier nämlich tatsächlich mehr als Vlog tatsächlich nutzen, um einfach so ein paar Dinge zu erzählen, die mir gerade so im Kopf rumschwirren. Dort soll es um zwei größere Themenblocks gehen. Im hinteren Teil werde ich euch über meine Erkenntnis des Monats informieren, was mir da so passiert ist. Oh, das war nicht schön. Und jetzt möchte ich im ersten Block so ein bisschen was erzählen, wie ich mir diesen Kanal hier in Zukunft vorstelle. Denn besonders im vergangenen Jahr wuchs dieser Wunsch, dieser Drang danach, irgendetwas zu verändern. Also ich wusste, irgendwie bin ich nicht mehr so wirklich zufrieden mit diesem Kanal, mit meinem Content, den ich produziere, konnte aber auch nicht genau sagen, woran es jetzt liegt. Ich wusste nur, irgendetwas muss jetzt anders gemacht werden. Der Kanal muss vielleicht auch einfach mir selbst, meinem jetzigen Leben mehr angepasst werden. Lässt sich so schön leicht sagen, aber was genau bedeutet das eigentlich? Ich kann darauf nach wie vor keine konkrete Antwort geben, was irgendwie doof ist, auch für mich. Damit ich das selbst für mich herausfinde, werde ich ein paar Sachen einfach mal ausprobieren, mich vielleicht auch langsam erst an gewisse Dinge herantasten. Ein Zwischenergebnis seht ihr bereits hier. Also ich möchte nicht mehr einfach nur Videos hochladen, wo in Zeitraffer gezeigt wird, wie ich ein Bild male, sondern möchte diesen Raum, der ja schon mal da ist, auch besser nutzen. Es ist für mich tatsächlich angenehmer, hier so eine Art Vlogs reinzumachen und dann nicht spezielle Videos für zu drehen, obwohl ich sowas selbst wahnsinnig gerne gucke. Mit den Gedanken, solche Videos aber selbst zu produzieren, fühle ich mich momentan zumindest noch nicht so wahnsinnig wohl. Was insofern schon wieder irgendwie fast schade ist, weil eigentlich habe ich sehr viel zu erzählen gerade, weil ich gerade sehr viel austeste tatsächlich. Beschäftige mich jetzt auch intensiver mit so gewissen Themen. Ein Teil davon hat man tatsächlich auch bereits gesehen durch das Video zum Thema Aussortieren, weil das sehr viel Raum gerade in meinem Leben einnimmt. Also nicht nur so dieses Thema Aussortieren, was ja auch so ein bisschen an das Thema Minimalismus grenzt, sondern so generell zum Thema Besitz, Konsum. Damit habe ich mich ja auch bereits in den vergangenen Jahren viel beschäftigt, allerdings hier auf diesem Kanal hauptsächlich mit dem Thema Buch verknüpft. Es betrifft ja nicht nur das Bücherregal, sondern zum einen generell meinen gesamten Besitz. Dann kommt natürlich auch noch schnell hinzu, Wegwerfen von Lebensmitteln. Also ich gebe mir wesentlich mehr Mühe, konkret zu planen, was ich einkaufe. Ich gehe auch nur noch einmal die Woche einkaufen mit einem festen Speiseplan und so, wie ihr ja vielleicht bereits auch in den Bullet Journal Videos gesehen habt. Also jede Woche habe ich ja da so einen Essensplan. Darüber kommt man dann auch ganz schnell zum Thema Fleischkonsum, den ich auch einschränken möchte. Ich habe mich in diesem Zusammenhang natürlich auch mit Vegetarismus beschäftigt, auch mit Ersatzprodukten, insbesondere dort beim Thema Milch.
Generell war ja vielleicht auch gerade das Jahr 2018 so ein Startschuss für das Thema von globaler Erderwärmung, von Umweltschutz, dementsprechend auch Landwirtschaft. Wie gesagt, dieser Überkonsum von Fleisch, was das eigentlich global bedeutet, was für Auswirkungen das auf unserem Planeten hat, was für Auswirkungen das auch dementsprechend für die Zukunft hat, für unsere Zivilisation, für unsere Gesellschaft, dass es so einfach nicht weitergeht. Jedenfalls nicht, wenn wir unseren nachkommenden Generationen noch ein halbwegs vernünftiges Leben ermöglichen wollen, so wie wir es momentan vorfinden. Und wenn man da schon mal thematisch mit drin steckt, kann man sich natürlich auch noch gleich weiter mit beschäftigen. Habe mich dann auch viel mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt, auch Vermeiden von Plastik. Und wenn ich das jetzt hier so aufzähle, klingt das vermutlich alles viel krasser, als es eigentlich ist. Also ich habe mich natürlich damit beschäftigt, was für einen Anteil daran kann ich nehmen, was für einen Beitrag kann ich persönlich leisten, ohne dass es mir so vorkommt, als würde ich mich jetzt total einschränken, als müsste ich mein Leben von jetzt auf gleich sofort komplett ändern, sondern was für Schritte kann ich momentan gehen, ohne dass es mir schwerfällt? Und wo möchte ich irgendwann hinkommen? Und wie kriege ich es so eingerichtet, dass das auch für mich schaffbar ist? Also mit diesen Themen habe ich mich auseinandergesetzt, ohne ein Dogma dahinter. Und habe festgestellt, dass mich das tatsächlich auch einfach interessiert, dass das auch ein sehr interessantes Thema schlicht und ergreifend ist, was es dort auch so für Möglichkeiten gibt, an die man vielleicht einfach so gar nicht gedacht hat. Also ich habe mich auch viel umgeguckt oder bin vor allem noch dabei, mich nach Ersatzprodukten, insbesondere bei Plastik, nach Ersatzprodukten umzugucken. Aber tatsächlich auch mit so Themen, die in Richtung DIY gehen. Also was für Haushaltsmittel, Putzmittel zum Beispiel, kann man selbst ganz einfach herstellen. Auch im kosmetischen Bereich, welche Pflegeprodukte lassen sich dort selbst herstellen. Was für Läden und Möglichkeiten habe ich, die ebenfalls darauf achten. Sowohl was das Thema Verpackungsmaterial angeht, als auch nachhaltiger Anbau. Das ist gefühlt so ein riesiger Kosmos, der sich mir gerade öffnet, den ich gerade für mich entdeckt habe, in dem ich aber noch wahnsinnig viel selbst ausprobiere und bei manchen Feldern ist auch noch nicht über das Gedankenmachen so sonderlich weit hinausgekommen ist. Dementsprechend ist das aber, sind das schon so Themen, die mich beschäftigen, die mich interessieren, die, wo ich auch gerne vielleicht einfach erzählen möchte, wie meine Schritte dazu sind. Allerdings ist noch nicht gefestigt genug, ist das jetzt wirklich in Videos zu packen. Aber langfristig kann ich mir das durchaus vorstellen. Aber wie gesagt, wenn, denn auf jeden Fall ohne Dogmen und ohne erhobenen Zeigefinger, also keine Sorge. Ist hier alles auch bei weitem nicht in Stein gemeißelt. Das sind halt nur ein paar Gedanken, die ich mir diesbezüglich gerade mache. So, nun kommen wir aber zu dem eigentlichen Thema, was ich hier besprechen wollte, zu meiner Erkenntnis des Monats. Für mich war der Januar tatsächlich geprägt von einem ziemlich unschönen Ereignis, nämlich ich hatte eine Woche lang keine Dusche. Eines Abends ging nämlich plötzlich die Dusche nicht mehr aus und es kam nur noch kochend heißes Wasser aus dem Ding. Da rennt man dann erstmal durchs Haus und überlegt, verdammt, wo waren nochmal die Wasseranschlüsse, also wo kann man das Wasser abstellen? Erstmal den technischen Notdienst hier vom Haus gerufen, der dann auch in eher notdürftig nur etwas machen konnte, hat dann das heiße Wasser abgestellt, sodass zumindest das Wasser nicht mehr lief. Und dann konnte erst später am nächsten Tag dann der Klempner informiert werden, der dann aber auch meinte irgendwie so, ja, nee, total viel Arbeit, die Dusche hier ist total kaputt, irgendwie ist es ein sehr altes Modell, alles total verkalkt und so, dann muss das ganze Ding muss neu. Das packt er diese Woche nicht mehr. Sie haben jetzt eine Woche lang keine Dusche mehr. Ja, Entschuldigung, bitte was? Ja, toll. Da hat man richtig Bock drauf, Freunde. Zumal es tatsächlich allen Ernstes zunächst noch so stand, dass ich denn für diesen Zeitraum auch kein warmes Wasser mehr habe, wo ich dann erstmal tot habe aufstehen lassen, wie entschuldigen Sie mal, hier ohne Dusche und dann auch noch ohne warmes Wasser, wie stellen Sie sich das denn bitte vor? Ja, und zack, stehst du wieder im Mittelalter, weißt du? Also, oh Gott, nee, ich dachte, das darf nicht wahr sein. Durch ewig langes Herum diskutieren mit Drohen, Flehen und allem, was mir so zur Verfügung stand, habe ich dann zumindest ein Provisorium gekriegt, dass ich warmes Wasser hatte. Yippie-yay-yay. Das Problem der Hygiene blieb aber natürlich trotzdem bestehen. Aber ich habe festgestellt in dieser, es war nicht ganz eine Woche, aber fast, es funktioniert tatsächlich. Also man kriegt sich erstaunlich gut sauber gemacht mit Waschbecken, Seife und warmem Wasser. Das ging natürlich automatisch einher damit, dass ich das Bad geflutet habe, aber das war mir in dem Moment auch so ziemlich egal, weil ich ja wusste oder mir gesagt wurde, dass sowieso ein Teil der Wand aufgemacht werden muss und den Staub sowieso alles total, also eine halbe Kernsanierung so ungefähr. Da sind ein paar Wassertropfen, das war mir dann auch wurscht.
Ich war wirklich so froh, dass ich mir ein paar Tage vorher, wirklich nur ganz, ganz kurz vorher, die Haare abgeschnitten habe. Sonst hätte das alles überhaupt nicht funktioniert. Also ich hatte ja vorher so gut und gerne, ja, so 40 cm längere Haare. Hätte nie im Leben funktioniert. Haare waschen ging generell nur so, dass ich, mein Kopf passte wirklich gerade so ins Waschbecken unter dem Wasserhahn. Da geht man aber wirklich ganz krass auf Tuchfühlung mit dem Porzellan. Ich habe Stellen von meinem Waschbecken gesehen, die ich nicht hätte sehen wollen. Ich habe jetzt auch ein ganz anderes inniges Verhältnis mit meinem Waschbecken. Oh nee, Freunde, schön ist anders. Aber wie gesagt, ich habe festgestellt, es funktioniert. Also hygienisch und so, ich war sauber. Allerdings, was ich auch festgestellt habe, es stellte sich überhaupt nicht so dieses, wenn man so frisch aus der Dusche steigt, so dieses, ich bin komplett sauber und frisch und rein, dieses Gefühl stellte sich nicht ein. Oh, das war auch so eine Erfahrung, die ich nicht noch einmal wiederholen möchte. Also witzigerweise, ich kenne relativ viele Menschen, die gerne so diesen Traum haben, so nach Schweden auszuwandern. Ich verfolge übrigens auch mehrere YouTube-Kanäle, die das auch verbindet, aber das ist nicht der Content. Aber die sich halt auch so gerne diese Verbundenheit mit der Natur und so, oh Gott, ne. Also Natur bedeutet für mich ja wirklich rein Entbehrung. Diesbezüglich bin ich ja so der totale Großstadtmensch, ne, weil auch so direkt im Wald, also in Schweden gibt es ja so sehr viel Flächen, auch so wirklich Häuser mitten im Wald, und so, auch zum Teil ohne festen Wasseranschluss. Boah, nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wäre überhaupt nicht meins. Vor allem ohne Dusche, ne? Unvorstellbar, denn der erste Tag, wo ich dann wieder richtig duschen konnte, oh, Himmel auf Erden. Also wirklich, also Dusche und Seife, ne, das sind die besten Erfindungen der Menschheit. Kann ich jetzt mit absoluter Gewissheit sagen, ich habe es getestet. Ja, aber das war jedenfalls meine glorreiche Erkenntnis im Januar. Es geht auch ohne Dusche, aber schön ist nicht. Ja, auch stark. Einmal die schon von Daten eines getreten hat, über die scheinbar unrechtmäßig da. Ja. Und da war die Zeit auch schon wieder so gut wie vorbei. Zwei Erkenntnisse in diesem Monat habe ich für mich mitgenommen. Zum einen, traue dich, Neues zu entdecken. Probiere mal neue Wege aus. Teste dich aus und gucke, wie es dir dann damit geht. Und die zweite Erkenntnis, Handwerker haben wirklich ein sonderbares Verständnis davon, was man so alles innerhalb von einer Woche, worauf man da so verzichten könnte. Und auch wenn es nicht weltbewegend war, aber ich konnte diese Situation meistern. Auch aus überraschenden und schönen Dingen kann man versuchen, das Beste draus zu machen. Okay. Das war es im Prinzip auch von diesem Video gewesen. Das waren so die Dinge, die ich euch erzählen wollte. Ich hoffe, es hat euch ein wenig unterhalten können. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Das war es sonst soweit nämlich auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen oder hören wir uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!